einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Honigmann-Nachrichten vom 2. März. Es geht in den Frühling, Gott sei Dank, 2018 mit der Nummer 1272. Deutschland Wintervogelzählung. Anfang Januar war es wieder soweit. Es hieß in ganz Deutschland, Vögel zählen bei der Stunde der Wintervögel. Die gute Nachricht ist, dass diesen Winter wieder mehr Vögel gesichtet wurden als letztes Jahr, kann ich bestätigen. Mein Vogelhäuschen ist regelmäßig alle 3 Tage leer und ich habe kein kleines. Vergangenen Winter hatten die Teilnehmer 17% weniger Vögel gemeldet als im Schnitt der Jahre zuvor, sagt NABU, Bundesgeschäftsführer Miller. Zum Glück hat sich dieses erschreckende Ergebnis nicht wiederholt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden wieder 11% mehr Vögel gesichtet. Tiefer Staat, Widerstand. An der Aufregung über die deutschen Koalitionsverhandlungen merkt man, dass viele das Konzept des tiefen Staates, Englisch Deep State, immer noch nicht verstehen. Hingegen meinen sie, die SPD habe CDU und CSU in die Knie gezwungen in der Schauspielerrunde und kramen dafür auch Klischeevorstellungen von Sozialismus hervor. Man kommt weiter, wenn man die Entwicklung der SPD, aber auch der SPÖ mit den Demokraten in den USA in Verbindung bringt und nach dem Einfluss des tiefen Staates fragt. Deswegen sind sie alles nur Marionetten. Das wirkliche Sagen haben ganz andere. Bankrottvorausahnungen. Praktisch kein Investor liest Geschichtsbücher und die wenigen, die es tun, glauben, dass heutzutage alles ganz anders ist. Wenn sie dazulernen würden, wären sie nicht im Aktienmarkt investiert, der nach praktisch allen Kriterien in extremer Blasenbewertung liegt. Das einzige Geld, das den Lauf der Zeit überlebt hat, seit es in Umlauf gekommen ist, war Gold. Ich zitiere Voltaire wohl schon seit mehr als 20 Jahren. Papiergeld wird letztlich auf seinen intrinsischen Wert fallen. Null. VSA-Arbeitslose. Der VS-Arbeitsmarkt entwickelt sich immer besser. Vergangene Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen. Die Anträge gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung der VS-Wirtschaft. Im aussagekräftigeren 4-Wochen-Schnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 5.000 auf 220.500. Washington. Fire and Fury im Weißen Haus sind offenbar noch längst nicht ausgestanden. Jetzt wurde überraschend Trumps Schwiegersohn und Berater Kushner degradiert. Ihm wird mit sofortiger Wirkung der Zugang zu geheimen Informationen aberkannt. Ich denke mal, das ist alles im Plan. Der Ehemann von Ivanka Trump, der als einflussreicher und pro-israelischer Strippenzieher im Weißen Haus gilt, hatte bislang nicht die Sicherheitsprüfung des Geheimdienstes bestanden, die ihn berechtigt, geheime Informationen einzusehen. Ja, die Spielchen sind hochinteressant. Spielchen im wahrsten Sinne des Wortes. VSA-Twitter-Gestammel. Die frühere VS-Außenministerin Clinton hat VS-Präsident Trump auf Twitter vorgeworfen, die Bedrohung durch Russland für die Sicherheit der VSA zu unterschätzen. Na, Frau Clinton muss es immer wissen. Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin der Demokraten verkündete, dass die Russen noch immer kommen, wenn sie sich nicht vorsieht, schneller als ihr lieb ist. Und forderte Trump zum Handeln auf. Der Präsident höre nicht auf die Warnungen der Geheimdienste und bringe die VSA so in Gefahr. Ich erinnere hier nur an die künstliche Intelligenz, Clinton. Wenn es dann soweit ist, dass die künstlichen Intelligenzen das Sagen haben, dann gute Nacht, Prost, Mahlzeit. Kuba, Guantanamo. Die Fortdauer dieser Basis stellt nun schon seit 115 Jahren eine offene Wunde in der Souveränität Kubas dar. Am 23. Februar wurde der internationale Tag für den Frieden und gegen die ausländischen Militärbasen begangen, an dem junge Kubaner die Auflösung dieses illegal okkupierten Gebietes forderten und Stimmen aus aller Welt sich über die sozialen Netzwerke dieser Forderungen anschlossen. Ja, das waren ja angeblich ja auch Versprechen, Guantanamo zu schließen. Aber wer weiß, für was wir jetzt Guantanamo noch brauchen. Für die Vollstrecker dieses elenden Systems werden sie wahrscheinlich noch benötigt.
Lima, Peru. In Peru wehren sich vor allem junge Menschen gegen ein neues Arbeitsgesetz, das die Abgeordneten der Fuerza Popular im Parlament durchsetzen wollen. Am Dienstagabend gingen in Lima erneut hunderte Studenten auf die Straße, um dagegen zu protestieren. Es sieht vor, dass junge Menschen nach ihrer Ausbildung bis zu 3 Jahre lang ohne Entlohnung zur Arbeit gezwungen werden können. Ja, von dem sind wir auch nicht mehr weit entfernt. Deir Ostur, Syrien, VSA. Beim Angriff von Kampfjets der VS-Koalition, die angeblich Daesh bekämpfen soll, sind am Dienstag 24 Zivilisten im Osten Syriens getötet worden. Die syrische Regierung hat mehrmals in ihren Schreiben an den VN-Generalsekretär, den Vorsitzenden des VN-Sicherheitsrates, appelliert, die Verbrechen der VS-Koalition in Syrien zu beenden. Südafrika, Rassismusproblem. Da ist ja auch die Hölle los zurzeit. 241 Abgeordnete des südafrikanischen Parlaments stimmten am 27. Februar für die entschädigungslose Enteignung von weißen Landbesitzern. Man möge sich's auf der Zunge zergehen lassen. Wer hat denn dort erstmal die Kultur den Menschen beigebracht? Aber wenn die Weißen weg sind, sollen sie mal zusehen, wer ihnen dann Nahrung gibt. Es wird noch heiter auf diesem Planeten. Nach Ansicht der Befürworter sei diese radikale Reform notwendig, um die soziale Ungerechtigkeit auszugleichen, die durch Kolonialismus und Apartheid verursacht worden sei. Wer ist der Begründer von diesem Scheißkram Apartheid und hast du nicht gesehen? Dreimal dürfen wir reden, aber ich glaube, die meisten wissen es ja schon. Das kommt mir sehr bekannt vor wieder. Türkei, VSA. Die VSA wenden Doppelstandards an, wenn sie die Türkei auffordern, die VN-Resolution zu Syrien sorgfältig zu lesen. Stattdessen sollte Washington das Dokument selber unter die Lupe nehmen, erklärte der stellvertretende türkische Premierminister Boztak. Die VN-Resolution zu Syrien werde die türkische Operation in Afrin nicht beeinträchtigen, fügte er hinzu. Beijing, Washington. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua hat die VSA aufgefordert, die Denkweise des Kalten Krieges aufzugeben. Die Strategie Chinas sei sehr transparent und das Ziel der Entwicklung Chinas sei es, der Bevölkerung mehr Wohlstand zu bringen, sowie sich für Frieden und die Entwicklung der Welt einzusetzen. Die VS-Regierung solle die gegenwärtige Entwicklung Chinas objektiv betrachten. China. Ein Artikel in der People's Daily, also Staatsblatt von China, betonte, dass der Vorschlag von Präsident Xi, den Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter in die Landesverfassung aufzunehmen, ein gemeinsamer Wille der gesamten Partei und des chinesischen Volkes sei. Ach, da würde ich wohl lieber das Volk fragen wollen. Die Partei hat am Sonntag ihren Entwurf zur Änderung der Verfassung vorgestellt. Wenn das Volk ja mitreden kann, ist es ja in Ordnung, wovon ich aber immer nicht ausgehe. Moskau, Russland, Interkontinentalrakete. Russlands Präsident Putin hat gestern eine ungewöhnliche und bisher nicht öffentlich bekannte Interkontinentalrakete präsentiert. Frau Clinton. Das absolute Novum dabei ist ein höchstwendiger, geflügelter Sprengkopf, der selbst in dichter Atmosphäre die unglaubliche Geschwindigkeit von bis zu 20 Mach erreichen können soll. Das neue strategische Waffensystem mit Namen Avantgarde werde bereits in Serie hergestellt, sagte Putin in seiner Ansprache zur Lage der Nation, während auf einem großen Bildschirm eine Simulation vorgespielt wurde. Moskau, Russland, Wirtschaft. Russland braucht eine Wirtschaft mit Wachstumsraten, die über den globalen Zahlen liegen. Das ist eine Grundvoraussetzung für einen Durchbruch, sagte Präsident Putin am Donnerstag in seiner Rede zur Lage der Nation vom Föderationsrat. Das Erreichen solcher Wachstumsraten müsse ein wichtiger Wegweiser für die neue Regierung sein. Ein Anstieg des Bruttoinlandsproduktes, also sprich dem BIP pro Kopf, muss ums 1,6-fache bis Mitte 2020 sei eine der zentralen Aufgaben des Staates. Russland, VSA, Europa, Genf. Sergei Lavrov sieht die amerikanischen Atombomben in Europa als Hindernis für die Atomwaffenabrüstung. Nach Einschätzung des russischen Außenministers bereiten die VSA die europäischen Staaten auf einen Atomkrieg gegen Russland vor
Und das sieht er mit klaren Augen. Die sogenannten gemeinsamen Atommissionen, bei denen europäische Nicht-Kernwaffenstaaten den Umgang mit amerikanischen nicht-strategischen Atomwaffen mitüben, seien ein schwerer Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag, sagte Lavrov am Mittwoch auf der Abrüstungskonferenz in Genf. Womit er vollkommen recht hat. Denken aber immer alle anderen sind blöder. Ukraine VSA. Der Führer der Bewegung Ukrainische Wahl, das Recht des Volkes, darf ich mal lächeln, Medvedchuk hat in einem Artikel am Dienstag darauf hingewiesen, dass die Marionette ukrainische Regierung keine strategische Entscheidung ohne Rücksprache mit Washington treffen kann. Wohl wahr. Die Ukraine sei eine VS-Kolonie, genau wie wir, geworden und erfüllt alle gegebenen Instruktionen. Warschau, Polen, VSA. Die VSA lassen weiterhin nichts unversucht, um das russisch-deutsche Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zu torpedieren und setzen dabei verstärkt auf eine Gaskooperation mit Polen. Na, da wäre ich vorsichtig. Dank vermehrter amerikanischer Lieferungen von Flüssiggas, das aus Fracking stammt, ist Polen auf dem besten Wege, sich zu einem Gastransportkreuz für Ost-Mitteleuropa zu entwickeln, das ohne die traditionelle Ost-West-Lieferstrenge auskommt. Ich wäre da vorsichtig. Wien, Österreich, Obdachlosenunterbringung. Soziale Wärme durch schnelles Handeln. Innenminister Kickl hat angesichts der anhaltenden Kältewelle angeordnet, dass Obdachlose in sogenannten Bundesbetreuungsstellen untergebracht werden. Dabei handelt sich um die vom Innenministerium betriebenen Asylheime. Davon gibt es 20, auch in Wien, wo die Obdachlosigkeit besonders groß ist, oder in Salzburg und Villach. Wien, Österreich, Asylantenverbrechen. Kürzlich hat die Wiener Regierung einer Expertenkommission den Auftrag zur Ausarbeitung eines härteren Strafrechts gegeben. Das neue Gesetzespaket, das Anfang 2019 in Kraft treten soll, soll strengere Urteile bei Sexual- und Gewaltdelikten ermöglichen. Das wird auch höchste Eisenbahn. Vor allem nach den jüngsten Sexualstraftaten in Österreich soll nun Tempo gemacht werden. Die Gesetzeslage gilt als zu moderat. Italien, Migranten, Ausschaffungswünsche. Der Kandidat der italienischen Partei Lega Nord, Salvini, hat versprochen, insgesamt 600.000 Migranten in Italien auszuschaffen oder ausschaffen zu lassen. Eine Woche vor den Parlamentswahlen in Italien verstärken die Behörden in Rom ihre Bemühungen, Tausende von Flüchtlingen zu vertreiben, um Stimmen zu retten. Naja. Mainz, Rheinland-Pfalz, Pirmasens. Die Stadt Pirmasens wird in Abstimmung mit der Landesregierung den Zuzug von anerkannten Asylbewerbern ohne Arbeits- und Ausbildungsplatz stoppen. Dazu werde ein Erlass an alle Ausländerbehörden im Land vorbereitet, teilte die flüchtlingsaffin rheinland-pfälzische Integrationsministerin Spiegel in Mainz mit. Marl, Deutschland, Tafeln. Nicht nur die Tafel Essen ist am Limit, auch die Marler Tafel verhängt einen Aufnahmestopp für Ausländer, auch dort gleiches Verhaltensschema von Migranten, die ganz selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen, Hilfsbedürftige wegzudrängen und anzupöbeln. Diese negativen Erfahrungen dürften nicht nur die zwei Tafeln gesammelt haben, die anderen Fälle sind bisher noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Interessant ist nur, soweit ich das alles mitbekommen habe, der Mann hat völlig richtig gehandelt. Natürlich ist es nicht systemkonform. Das Schlimme ist, die Migranten holen dort diese, oder Asylanten holen dort dieses Obst und Gemüse und schmeißen es in die nächste Mülltonne. Schon ein Ding. Wobei sie das, was sie monatlich vom sogenannten Staat erhalten, schön nach Hause schicken dürfen. Das ist schon bewiesen. Selbst durch einen Kongolesen im Video gehört zu haben, der es selbst gesehen hat. Aber was soll's. Berlin Antifa-Mitglieder. Die überwiegende Mehrheit der linkspolitischen Demonstranten, die wegen des Verdachts politisch motivierter Straftaten in Berlin verhaftet wurden, sind junge Männer, die noch bei ihren Eltern leben. Ein Drittel von ihnen war arbeitslos und 92% leben noch bei ihren Eltern. Antifa-Mitglieder, was sonst? Ich durfte kein Kind in so einer Mannschaft haben. So viel dazu. Hamburg, Kiel, New York. Die VS-amerikanischen Finanzinvestoren
Cerberus und JC Flowers kaufen die Landesbank HSH Nordbank, die damit den zweifelhaften Ruf erhält, die erste privatisierte Landesbank Deutschland zu sein. Die Welt hat schon einen realistischeren Blick auf das Ereignis. Ein Konsortium um den Finanzinvestor Cerberus soll den Schiffsfinanzierer für 1 Milliarde Euro kaufen. Damit dürfte das HSH-Desaster für den Steuerzahler unterm Strich richtig teuer werden. Das wird noch besser hier. Man kann, egal in welche Richtung man guckt, es ist einfach nur noch zum Brechen. So viel kann man gar nicht essen. Die gute Nachricht. Die Vollmondin am 2. März in Jungfrau, exakt gegenüber der Fischesonne und Neptun und stabilisiert durch Saturn und Lilith. Mit Jungfrau geht es um Ordnung und Balance, eine wirklich gute und gesunde Balance zu finden. Nutze diese Tage, um Balance wirklich zu finden oder auch um einfach mal gründlich zu analysieren. Es gibt im Grunde ganz einfache Schritte, um gesund zu sein. Theoretisch, praktisch muss es jeder auch mit seinem Kopf vereinbaren können. Gesundheit genauso wie Heilung ist, von meiner Erfahrung her, tatsächlich lernbar. Ja, manches ist dann vielleicht immer noch Schicksal. Hier Saturn im Spiel. Wie gesagt, vieles ist eine Kopfsache. Alleine der Gedanke, wenn man gesagt bekommt, schlechte Werte, der Weißkind spricht von Krebs, könnte ja sein. Was das alleine an Gedanken im Kopf verursacht, das ist schon sträflich, sowas Menschen einfach so unvorhergesehen vor den Kopf zu knallen, das muss ja definitiv genau das auslösen. Und unsere Zellen sind nichts weiter auch als Informationen, wir nehmen alles auf. Das ist nur den meisten nicht bewusst. Und die zweite gute Nachricht, die stammt aus den Archiven des Vatikans. Es wurde aus der Bibel entfernt. Jesus sprach, sucht nicht das Gesetz in den Schriften, denn das Gesetz ist Leben, während die Schrift tot ist. In allem Lebendigen ist das Gesetz. Ihr findet es im Gras, im Baum, im Fluss, im Berg, in den Vögeln des Himmels, in den Fischen des Meeres. Doch sucht es hauptsächlich in euch selbst. Denn wahrlich, ich sage euch, alle lebendigen Dinge sind Gott näher als die Schrift, die ohne Leben ist. Gott schrieb die Gesetze nicht auf Buchseiten, sondern in eure Herzen und euren Geist. Sie sind in eurem Atem, in eurem Fleisch, euren Eingeweiden, euren Augen und Ohren und in jedem kleinsten Teil eures Körpers. Sie sind gegenwärtig in der Luft, im Wasser, in der Erde, in den Pflanzen, in den Sonnenstrahlen, in den Tiefen und Höhen. Sie sprechen alle zu euch, damit ihr die Sprache und Willen des lebendigen Gottes verstehen könnt. Aber ihr schließt eure Augen, um nicht zu sehen, verstopft eure Ohren, um nicht zu hören. Wahrlich, ich sage euch, die Schriften sind das Werk der Menschen, aber das Leben und all seine Heerscharen sind die Werke des Lebendigen. Warum hört ihr nicht auf diese Worte und studiert die Totenschriften, die aus der Hand des Menschen sind? Und das sind die wahren Worte des Schöpfers. So sollte man es auch verstehen. Und sich auf der Zunge zergehen lassen, vielleicht ein zweites Mal anhören. Es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde, dazu brauchen wir keine Gesetze und keine Schriften. Und wer davon Kenntnis hat, der spürt es auch in sich und er weiß das auch. Ja, und dann möchte ich noch kurz einen Hinweis geben. Morgen am 3.3. soll wohl die nächste Großdemo in der südpfälzischen Ortschaft Kandel stattfinden. Müsste man mal auf dem anderen Schuhblock schauen, Aufruf zur Großdemo in Kandel. Ist ziemlich neu und frisch. Wer da in der Nähe wohnt, kann sich ja das Spektakel, was wieder vom System wahrscheinlich boykottiert werden wird, anschauen. Schauen wir mal weiter, was hier eigentlich noch so abgeht demnächst. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Neue Erkenntnisse in jeder Hinsicht gibt es im Moment überhaupt nicht. Das ist, was mich ein bisschen beunruhigt. Aber ich bin guter Dinge, dass alles soweit in Ordnung ist. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wünsche allen ein schönes Wochenende und verbleibe wie immer mit vielen lieben Grüßen an alle, besonders heute mal an den Franz, eure Biene vom Honigmann. Und tschüss und viele liebe Grüße an alle. Ciao.